Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Umlauts-Video. Diesmal geht es wieder um die FPL, das Biest. Wie der Titel schon sagt, habe ich mir mal ein paar Gedanken über das Rigging gemacht, wie das so schön heißt. Das heißt also, wie ich Zubehör an der Kamera befestige, ohne dass mir da allzu viel im Weg ist. Und ich hatte früher schon mal gesagt, dass mir dieses Cage, was ich bislang verwendet habe, überhaupt nicht gefallen hat. Und zwar aufgrund dieses Wulstes, der da vorne dran ist. Der ist, wenn ich nur dieses Cage benutze, also nichts weiter anflansche, soweit okay. Aber in dem Augenblick, wenn ich zum Beispiel auf der rechten Seite eine FP-Batterie anbringen möchte, dann hatte ich sozusagen zwei Wulste und da kommt meine Hand einfach nicht mehr rum. Das heißt, dieser Wulst hat mich von vornherein gestört. So, was habe ich also gemacht? Ich habe ein altes Cage zersägt und habe das erstmal auf der rechten Seite angebracht. Und wie man sieht, sind da noch eine ganze Reihe von zusätzlichen Gewindebohrungen vorhanden, an die ich irgendwas ranflanschen könnte. Ich weiß jetzt im Augenblick nicht so genau, was ich daran machen könnte. Für mich war wichtig, dass ich einfach einen Platz finde für die Batterie. Und so habe ich eben die Möglichkeit, auf der rechten Seite einen Batterieadapter anzuschrauben. Den kann ich dann nutzen mit eingelegter Batterie, um zum Beispiel die Kamera zu versorgen. Da sind drei USB-Ausgänge und auf der anderen Seite auch nochmal ein 2-Pin-Stecker für zum Beispiel Monitore oder so. Und hier sieht man auch schon, dass das als Griffwulst völlig ausreichen würde. Aber ich habe ja eben auch auf der linken Seite ein paar Veränderungen vorgenommen. Genau genommen bin ich so ein bisschen in die Vergangenheit gereist. Das heißt, ich habe mir aus der Schublade den alten Blitzschuhadapter für die Sigma FP, der wird nämlich mitgeliefert mit dem Gerät, wieder hervorgekramt und habe dort dann die Festplatte angeschlossen. Und das Gute an dieser Lösung ist, dass damit die Festplatte automatisch auch ein Griff wird. Das heißt, ich kann mit der linken Hand jetzt die Kamera greifen und auf der rechten Seite habe ich diese Handschlaufe zur Sicherung, dass die mir nicht irgendwie runterfällt oder so. Das macht die Kamera zwar etwas länger, aber genau genommen auch nicht so viel länger. Ich hatte, was die Festplatte auf der linken Seite betrifft, schon verschiedene Lösungen. Hatte ich hier auch schon mal vorgestellt. Zwischendurch habe ich noch etwas probiert und zwar mit einer Steckerlösung für eine Festplatte. Aber das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Diese Festplatte lief sofort heiß und hat dann innerhalb kürzester Zeit abgeschaltet. Und das waren tatsächlich die empfohlenen Komponenten. Also der Hersteller dieses kleinen Festplattencages hat eben eine bestimmte Festplatte empfohlen. Dem bin ich auch so gefolgt und ich habe ständig mit Temperaturen zu kämpfen gehabt. Die Kamera hat sich dann natürlich entsprechend abgeschaltet und das Ganze war nicht besonders erquicklich. Das heißt, diese Lösung kann ich überhaupt nicht weiterempfehlen. Die ist wirklich gefährlich, weil, wie gesagt, die Kamera schaltet sich einfach ab. Mit dem Blitzschuh ergeben sich jetzt natürlich weitere Möglichkeiten. Das heißt, ich kann da zusätzliche Geräte festmachen. Das Problem bei diesen zusätzlichen Geräten ist natürlich, dass sie, das sieht man ja auch relativ schnell, um die Knöpfe unter Umständen abdecken. Also zum Beispiel die Funkstrecke oder so würde den Ein-Ausschalter abdecken. Und das Problem hatte ich auch mit dem Cage, dass alles so ein bisschen, fimselig wurde. Und jetzt ist das oben einfach schön frei und ich kann überall ran, ohne dass ich mir irgendwie zusätzliche Gliedmaßen anschaffen muss. Allerdings ist der Vorteil eines Cages natürlich, dass ich dort zusätzliche weitere Geräte anbringen kann. Und da habe ich dann ein weiteres Teil meines zersägten Cages von der M50 übrigens genommen und habe das an einem Blitzschuh befestigt. Und darauf kann ich jetzt verschiedene zusätzliche Geräte bis hin zu einem Monitor befestigen. Das sieht zugegebenermaßen etwas gewagt aus, ist aber wahnsinnig praktisch, wie ich erfahren habe. Ich kann also die Funkstrecke darauf bauen und auch eine Beleuchtung. Und das erscheint jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber diese Beleuchtung brauche ich tatsächlich öfter. Gerade bei Interviews ist es mir nämlich gerade wieder passiert, dass im Hintergrund eine Lampe leuchtete und ich da irgendwie gegensteuern musste. Und dieses kleine Ulanzi-Licht macht tatsächlich
sehr viel Licht und ich kann das auch farblich ein bisschen einstellen. Also so eine Videolampe ist schon eine feine Sache. Aber man sieht, ich kann ohne zusätzlichen Cage die Kamera so aufrüsten, in dem Sinne, wie ich es brauche. Ich kann, wie gesagt, da oben auch einen Monitor anschließen. Ich bin ein klein wenig begrenzt, was weitere zusätzliche Geräte betrifft. Und was auch nicht funktioniert ist, ich kann an diesem Blitzschuh nicht guten Gewissens einen Griff befestigen. Weil da habe ich doch zu sehr Angst, dass der ausreißt. Das Ganze ist zwar nicht schwer, aber es wird auch von Sigma nicht empfohlen, den Blitzschuh für irgendeine Griffbefestigung oder so zu verwenden. Noch eine Sache am Rande. Ich habe mir einen variablen ND-Filter an das Objektiv angeschraubt. Und zwar angeschraubt. Es gibt nämlich diesen Kase-Filter auch mit Magnet. Das habe ich auch zuerst gedacht, wäre eine super Idee. War es aber nicht. Der war dann irgendwann weg. Jetzt habe ich einen Schraubfilter. Den muss man dann eben abmachen, wenn es irgendwie sein muss. Ich komme relativ selten mal, abgesehen nachts oder sowas, in die Verlegenheit, den Filter abschrauben zu müssen. Ich habe mich extra für diesen Filter entschieden und gegen irgendwelche Barndoors und so, weil auch hier ging es mir darum, dass das alles möglichst klein ist. Ja, das ist mein aktuelles Rig und ich bin sehr zufrieden damit und es ist wirklich gnadenlos praktisch. Es mag jetzt nicht so schön aussehen wie zum Beispiel so ein schickes Cage und wo dann alles Mögliche passend angepflanzt wird und jede Ecke abgerundet ist. Es ist schon eine Bastellösung, muss ich zugeben, aber ich bin zufrieden und man kann damit hervorragend arbeiten. Es ist auch alles sehr stabil und was ich jetzt noch machen werde, ist das Kabel zur Festplatte, da ist ein normales USB-Kabel drin, auszutauschen und ein etwas flexibleres Kabel zu verwenden, das ich auch vorher hatte, aber das passt so nicht mehr rein, leider. Ja, das wär's für heute soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.